Also ich glaube, Ewald hat an dem Tag zu lange in der Sonne gestanden. Ich weiß nicht, was da für eine Temperatur war. Wir haben das aber ausgeräumt, deswegen treten wir da auch nicht nach. Er hat aber klar gesagt, dass er sich komplett vergaloppiert hat, weil er eigentlich ein großer Anhänger von Domenico Tedesco ist. Und allen anderen, die da einfach so auf so einen Zug drauf hüpfen, so nach dem Motto, der deutsche Fußball ist momentan so ein bisschen am Boden. Und das Lustige ist ja, da sind die dran schuld, die in der Tabelle oben stehen. Da muss ich ehrlich sagen, die sollen mal nachdenken, bevor sie so einen Blödsinn erzählen. Wir gehen diesen Weg weiter mit Domenico, der ein herausragender Trainer ist. Und es ist niemand verboten, Schalke 04 zu schlagen. Wir werden alles dafür tun, dass es sehr, sehr schwer wird. Das ist im Endeffekt ein ganz normaler Fall. Der Vertrag eines Spielers läuft aus, er wird nicht verlängert oder sollte nicht verlängert werden. Und jetzt hat Max sich einen neuen Verein gesucht. Und wenn es da zwischendrin mal ein bisschen lauteren Ärger, Spektakel gibt jetzt zwischen Verein und Berater, dann gehört es auch dazu, dass der Fall ist ausgeräumt, ist alles wieder in Ordnung. Keiner weiß, was passiert, wenn die 50-plus-1-Regel wegfällt. Also es gibt ja Leute, die glauben, dass auf einmal alle deutschen Clubs reich sind, nur weil die 50-plus-1-Regel wegfällt und dass auf einmal Clubs näher an den FC Bayern herankommen. Ich behaupte mal, dass wenn die 50-plus-1-Regel wegfällt und die Clubs ihre Satzung dementsprechend angepasst haben, dann werden 10% FC Bayern immer noch ein Vielfaches kosten von 10% Bremen, was weiß ich, Frankfurt, Mainz oder sonst was. Das heißt, ich bezweifle ein bisschen, dass der Abstand verringert wird. Und wenn man möchte, dass eben auf einmal ein ganz kleiner Verein, weil irgendeiner mit dem großen Koffer kommt, um die deutsche Meisterschaft mitspielt. Okay, ist nicht so mein Ding, muss ich sagen, weil ich schon da noch ein bisschen Fußballromantiker bin und ich mehr für so ein organisches Wachstum bin. Auf der anderen Seite bedeutet ja Wegfall der 50-plus-1-Regel auch nicht, dass alle Clubs sich sofort komplett verkaufen. Also das ist ja immer noch, kann ja jeder Club auch individuell nochmal regeln. Ich habe da gar keine Angst davor. Also was uns betrifft, interessiert es uns eigentlich wenig, weil Schalke eine etwas andere Idee, einen etwas anderen Plan hat als eingetragener Verein. Aber ich glaube, man überbewertet den Wegfall der 50-plus-1-Regel. Ich habe mich damals mit Händen und Füßen gewehrt, dass Benny zu Juventus Turin ausgeliehen wird. Und wir haben das auch, glaube ich, sehr, sehr vertrauensvoll zusammen besprochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich von dieser Leihe nichts halte, weil was passiert, wenn du nach einem Jahr zurückkommst? Das ist dann leider Gottes, weil er viel, viel Pech gehabt hat, bei Juventus passiert. Und trotzdem wird immer ein Teil von Benny hier auf Schalke bleiben. Also ich bin noch nicht so lange hier, aber das merke und spüre ich ja natürlich auch. Und das ist auch alles in Ordnung. Und wir werden sicherlich auch darüber nachdenken, zu gegebener Zeit ihm nochmal einen gebührenden Abschied hier auf Schalke zu bereiten. Denn das hat er sich verdient.